Genialer Leben heute mit Heller von Sinnen, Bodo Bach, Oliver Welke, Ralf Schmitz und Bernhard Wohl. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist Genial daneben. Freue mich, dass Sie da sind. So. Wir haben viel vor heute Abend. Es wird sehr interessant werden. Freue mich, Bodo, dass du auch wieder den weiten Weg zu uns gefunden hast. Nach ganz schön gut, du hast ein Pullover an. Du machst das sehr richtig. Ja. Denn hier sind ja immer Minusgrade im Studio. Nicht? Frau von Sinnen hätte es ja gerne ein bisschen kühler, weil sie ja fliegende Hitze hat. Sie ist ja in den Wechseljahren. Da braucht man ein bisschen. Nein, ich bin wirklich in den Wechseljahren. Stimmt, stimmt. Früher war ich das Witzewelli, jetzt bin ich das Hitzewelli. Ja, ja, ja. So. Aber Herr Walter, gut, dass ich Sie sehe. Wieso? Wir sind ja immer so ein bisschen unflätig. Der alte Mann, er kann nicht gehen, er kann. Ich sage jetzt nicht, was er alles nicht kann. Aber. Sie sind, ja heimlich ein Popstar, nicht nur, dass Sie früher bei Birth Control getrommelt haben. Sie trommeln wieder, und zwar aktuell, im Moment. Und ich glaube, die Kapelle hieß Rolling Stones. Helfen Sie mir, Herr Balder. Sie trommeln doch wieder. Nee, ja, ich trommel wieder, ja, aber nicht bei Rolling Stones, ja. Ich trommel so ein bisschen bei Rudolf Rock. Rudolf Rock trommel ich mit. Ach, wie, von wegen Rudolf Schock, oder? Nein, nein, Rudolf Schock nicht, das war ein Opernsänger. Rudolf Rock, das ist so eine gestandene alte Formation aus Hamburg und da trommel ich mit und da singe ich auch mit und nein. So. Ja, ja, ja. Aber die Formation gab es aber schon, oder haben Sie die gegründet? Nee, die gab es schon, Nicht in der Besetzung, aber wir haben so ein bisschen umgeändert. Jetzt trommel ich da wieder so ein bisschen mit und fühle mich wieder jung. Und was macht ihr da? Was rauch schon wieder auf dem Klo. Tretet ihr vor zahlenden Zuschauern auf oder in Gefängnis? Wir treten vor zahlenden. Ja. Nein, wir sind auf Tour ab nächste Woche. Also nächste Woche Freitag sind wir zum Beispiel in Wilhelmshaven. Gibt es da Möbelhäuser oder was? Sehr schön. Warum denn Rudolf? Möbelhäuser. Nein, Möbelhäuser machen wir nicht. Wir weihen ganze Autobahnteilstücke ein, aber Möbelhäuser. Warum denn Rudolf Rock? Hat das was mit Rudolf the Red Nose? Trinkt ihr immer oder so? Nee, die hießen früher Rudolf Rock und die Schocker und jetzt nennen wir uns Rudolf Rock und ich trommel da mit und so. Also wer da hinkommen möchte, kann gerne kommen. Die Tourdaten sind eben hier durchgelaufen. Sie haben es ja gesehen durch Zufall. Ja. Können Sie gerne kommen, wenn Sie wollen. Wird sehr lustig. Herr Holger, kommen Sie denn auch nach Köln? Alter Mann, ich würde Sie gerne mal wieder trommeln sehen. Nein, wir sind nur im Norden, sind wir. Das finde ich aber doof. Ja, ich auch. Aber vielleicht können wir, wenn es ein großer Erfolg wird, wenn mehr als drei Leute da sind, kommen wir auch nach. Gut, ihr Lieben, also liebe Nation, geht bitte auf die Konzerte, damit ihr auch nach Nordrhein-Westfalen kommt. Natürlich, ich hoffe es. Also es wäre sehr schön, auch wenn wir hier mal spielen würden während der Sendung. Sie wollten was erklären, Herr Holger. Ja, und zwar der Unterschied zwischen der Endung von Ortsteilen oder Städten, Dorf oder Ich. Also das war übrigens noch keine Frage, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben. Wir sind immer noch. Und das ist relativ schnell erklärt. Das ist einfach nur, das ist beides mal die Bezeichnung eines kleinen Dorfs, einer kleinen Ansiedlung. Einmal ist es germanischen Ursprungs sprachlich und einmal ist es lateinischen Ursprungs. Und genau lateinischen? Eine schöne Überleitung wäre jetzt noch uninteressanter als das Folgende. Ich dachte, ich sag das mal, dann kann man das nämlich weitererzählen. Ich weiß lange nicht, ist das jetzt so, dass man irgendeinen Scheiß erzählt oder gibt es noch Fragen? Nein, du stellst dir Fragen und beantwortest sie dann selber. Das stimmt, du warst lange nicht hier, du kannst das nicht wissen. Ich dachte, ganz andere Arbeit jetzt los. Ja, aber jetzt ist ja, das war genial daneben, schönen Abend. Aber bitte nur in Lateinisch. Der war gut. Ich fühle mich sehr. Aber langsam mache ich mir um das Höckerchen wirklich auch Sorgen. Es wartet nicht mehr auf Fragen, es klugscheißt nur noch rum. Nein! Im Zivildienst hätten wir gesagt, er wird wunderlich. Ja. Aber gut. Wissen Sie, woran das lief, Frau von Sinnen? Die haben die Latte gesenkt. Er muss im Phantasialand jetzt Eintritt zahlen. Oh. Das macht ihm zu schaffen. Ja, ja, ja. Wir wollen uns nicht zu verlabern, ich möchte begönnen. Bitte. Sag nichts, er hat sich nur versprochen. Er hat sich nur versprochen. Begönnen Sie. Bitte. Yes. Ich begönne mit der ersten Frage. Sie kommt von Holger Rogoll aus Tönesforst. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, wie wir alle wissen. Und Holger Rogoll möchte wissen. Anschnallen. Herr Balder, man redet mit dem Mund, nicht mit den Fingern. Was ist eine Partnerspirale? Also mit Spiralen kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also. Aber mit Ach, das ist der alte Witz, wenn die Spirale zu lang ist, ne? Wagata, Wagata, Wagata. Danke, Herr Walder.
Aber wenn ihr zwei zu... Dann geht das nicht. Also wir wollen jetzt einfach mal voraussetzen, es handelt sich nicht um dieses Verhütungsmittel aus der Bronzezeit, sondern... Ich glaube, es geht um Biologie. Ich glaube, es ist wieder irgendwas Technisches, irgendein Gerät, was eben zwei aus zwei... Ich warte kurz, bis er das Gewölle hochgeholt hat und macht dann weiter. Weißt du, wie Katzen machen? Ja. Genau, so machst du es auch. So. Also es wird etwas Technisches sein, ein Gerät, was halt zwei Spiralen enthält. Und die eine ist halt die es wirklich braucht und die andere ist die Zweitspirale. Und weil es ein blödes Wort ist, heißt es Partnerspirale. Das war eben eine. Ja. Ist da gerade eine rausgesprungen oder was? Der Herr Bach hatte schon direkt die richtige Idee, Biologie. Ja? Ja, ich habe da nicht so aufgepasst, aber ich weiß, dass es ja bei dieser DNS-Strenge, das ist ja so verspiralt. Und da dachte ich, dass das vielleicht bei eineiigen Zwillingen dann die oder bei überhaupt Menschen, wo sich ähnlich sind, dass das dann zwei Spiralen sind, die sich sehr ähnlich sehen. Und in der Biologie? Ja. Bei der DNS? Bei der DNS. Das ist? Falsch. Richtig. Ja. Es wird nicht gewundert. Die Partnerspirale, es handelt sich dabei um einen Begriff aus der Paarpsychologie. Was? Die Partnerspirale, Paarpsychologie. Gehirn. Deshalb ist es mir so fremd. Und Verhalten, weil sonst wäre es ja Neurologie. Der Unterschied, egal. Es handelt sich dabei um ein bestimmtes Phänomen, wenn sich Partner gegenseitig spiralförmig in einen Zustand versetzen, den man transzendental bezeichnen könnte, der aber letzten Endes nur eine Krise ist. Ich habe die Lösung. Der was ist? Das ist einfach nur eine Krise, aber man hat das Gefühl, ja, wir sind gerade ganz weit oben. Ich brauche das also manchmal, vergleichbar mit der Gewaltspirale, meinst du dann am Ende sozusagen? Ja, ich rede ja von Partnern. Genau. Ja. Ich möchte lösen oder sagen Sie etwa, das stimmt? Nein, über Gottes Willen. Ihr lieben Todesspirale, Motorradfahrer auf Kirmes-Events. Uwe Kniebel, habe ich lange Jahre gemacht. Und? Ohne Moped, ohne. Ja. So, also, ne? Ja. Jahrmarkt-Events, Todesspirale. Ja. Und die Partnerspirale ist eben... Schwierige Nummer. Ja, sehr schwierige Nummer, ja. Wenn zwei Motorradfahrer eben parallel in der Spirale fahren. Hackedicht. Nein. Oder es ist eine Figur beim Eiskunstlauf, wo sich die Beine der Partner ineinander verheddern müssen. Wären wir beim Sport? Ja. Ja, da sind wir auch. Ha! Oh. Findet das Gerät und dann ist gut. Turmspringen. Turnen. Partnerspirale. Rohnrad. Richtige Antwort. Ja. Rohnrad. Sehr geil. Reicht mir, lass ich Geld. Ich bin heute. Sagte, findet das Gerät, war ich provoziert. Ich bin heute so dermaßen sensibel, innerlich locker, dass ich das gelten lasse. Röhnrad ist richtig. Röhnrad, großes Sportgerät, kennen wir alle. Kann man nicht nur so machen, sondern man kann sich auch so spiralförmig drehen. Ja. Und wenn das gleichzeitig mit zwei Leuten in einem Rad passiert, nennt man das Partnerspiel. Ach, das im Röhnrad, Frau von Sinn, großartig. Geil. Sie waren ja eine große Sportsfrau, ich weiß. Ich habe immerhin geschwommen und ich habe auch schon Kugel gestoßen. Ist wahr. Mhm. Als mein Künstlername war Irvana Wendehammer. Wie schwer war die Kugel? 75 Kilo? Das waren die Mädchenkugel, ich glaube 3,5 Kilo. Und ich habe damals in Bonn, da war so lustig, da habe ich einen dritten Platz gemacht. Ich habe richtig eine Bronzemedaille bekommen. Das habe ich gesehen. Die mir Christiane Ochel noch ins Krankenhaus brachte, weil ich mir vorher im Sportunterricht das linke Sprunggelenk gebrochen habe. Und vorher habe ich aber noch Kugel geschossen und ich bin auf 8,54 Meter gekommen. Wie bei euch gab es Medaillen? Ja. Nicht popelige Bundesjugendspiele, richtige Medaillen? Nee, das war eben wirklich, das waren keine Bundesjugendspiele, das war richtig ein anderer Wettbewerb. Und ich hatte irgendwie Talent. War das Sport? Und ich glaube 8,54 Meter, sind so für so ein 16-jähriges Mädchen gar nicht so schlecht. Und hast du Begeisterung danach die Karriere wieder eingestellt? Ja, ja, genau. Okay. Ja, ich muss mich jetzt entschuldigen bei Holger. Es tut mir wahnsinnig leid, Holger. Es gibt kein Geld. Frau von Sinnen war also auf den Punkt, möchte ich sagen. Sehr gut. Ja. Ich sage jetzt nicht auf welchen Punkt, aber... Ja, wir fangen jetzt nicht wieder mit dem G-Punkt an, sonst kriegt er gleich in die Krise. Ich kriege die Bilder ja nie aus dem Kopf. Ne? Würde ich doch nicht tun. Da brauche ich keine Bilder sammeln, den gibt es ja nicht. Ja, möchtet ihr die nächste Frage vor der Werbung hören? Oder? Ja, ne? Kann ich ja schon mal, kann ich schon mal stellen, ne? Könnt ihr schon mal überlegen. Und zwar kommt sie von Matthias Erhardt, er wohnt in Berlin. Da kommst du auch her. Ja. Dann wohnst du in Berlin. Ja. Kennt ihr euch? In der Gegend deiner Kindheit. Genau, meiner Straßen weiter. Aber sieht es sieht trotzdem noch ganz gut aus. Früher, oder ist das? Nein, das ist herrlich. Das ist eine sehr schöne Gegend. Soll ich eine Tasse Kaffee bringen? Nein. Ich stelle die Frage von Matthias Erhardt aus Berlin. Er möchte Folgendes wissen. Hört sie euch an und dann machen wir ein bisschen Werbung. Ihr könnt drüber nachdenken. Endlich mal wieder eine Tierfrage. Lange nicht mehr gehabt. Warum streift der australische Katholikenfrosch während der Regenzeit einmal pro Woche seine Haut ab und frisst sie auf?
Denkt drüber nach, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Schwer nachgedacht hier. Also, die Frage lautete, warum streift der australische Katholikenfrosch während der Regenzeit einmal pro Woche seine Haut ab und frisst sie auf? Kleine Information für euch, wird euch mit Sicherheit helfen. Der Katholikenfrosch heißt deswegen Katholikenfrosch, weil er ein dunkles Kreuz auf seinem Rücken hat. Zwischen November und April, während der Regenzeit, häutet er sich circa einmal die Woche und frisst die Haut anschließend. Ich sehe es aber richtig, dass er sich häutet, die Haut aber nicht abstreift, sondern sie auffrisst, um sie dann wieder herauszuwürgen und wieder benutzt. Nee. Nein, das wäre ja Recycling, was du meinst. Dann hast du meinst du, der kotzt sie aus und zieht sie dann wieder an, oder was? Nein. Der frisst da ist so ein Reißverschluss dran an der Haut. Und dann sagt er immer, oh, mein Anzug riecht so säuerlich. Warte mal. Nein, der häutet sich, frisst die Haut auf. Aber ich weiß warum. Geht er zu H&M, kauft sich eine neue Haut. Es ist in der Regenzeit und diese Haut nimmt Feuchtigkeit auf. So, pass auf. Und jetzt? Und diese Feuchtigkeit, der kann nämlich nicht trinken. Was kann der nicht? Der kann nicht trinken. Warum nicht? Weil der ganz doof hat. Der ist so doof. Katholiken trinken nicht, wusstest du das nicht? Also jedenfalls, der trinkt nicht. Und deswegen macht der Folgendes, der schübt die Haut ab, der macht die Haut ab und trinkt, Quatsch, isst dann seine eigene Haut, die vollgesogen ist mit Flüssigkeit durch die Regenzeit, weil es regnet ja die ganze Zeit. Und so führt er seinem Körper Feuchtigkeit. Was ist denn, wenn er doch trinken kann? Was? Wenn er doch trinken kann, ist er ganz schön blöd, weil wenn er dann die Hautfresse hat, aber echt knapp. Nee, jetzt habe ich eine gute Idee. Da muss der so oft auf Toilette. Bevor Höckerchen die Lösung sagt, habe ich noch mal eine ganz gute Idee. Weil Sie betonten ja ein bisschen die Regenzeit. Der schluckt also die Haut. Die Haut ist in seinem Körper wie eine Art Auffangbecken. Ne? Also er stülpt sich die, so wie ein Beutel in seine Lungen am Ende. Magen, egal. So, und dann sitzt er da bei der Regenzeit eben. Macht das Köpfchen in den Nacken, Regen, 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 sammeln, sammeln, sammeln. Und wenn es dann eben nicht mehr regnet und er hat Durst und da ist er dann ganz schnell Dürre. Und dann hat er in sich sein eigenes Wasserbecken, aus dem er dann trinken kann. Und warum schreibt er sich die Haut ab? Ja, weil sonst hätte er ja keinen Auffangbeutel. Er kriegt da ja keine Luftballons, meint sie. Deswegen muss er seine eigene Haut quasi als Ballon. Ich glaube, er wächst. Was macht er? Der wächst. Ja, da können Sie ein Lied von singen. Das kann ich nicht machen. Oh, er wächst, der Frosch bei Regen. Ja, das ist für ihn ein Segen. Ich möchte das Wort wunderlich noch mal ins Spiel bringen. Meine wird er größer und ganz dick und deshalb ist er Katholik. Ja. Wir sind ja in Australien, dort gibt es bekanntermaßen sehr karge Landstriche, ja, wo es wahrscheinlich insgesamt für Frösche gar nicht mal so viel zu essen gibt. Ich sag mal, man sagt ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen, vielleicht frisst der Frosch in der Not vorübergehend mal seine eigene Haut, weil einfach nichts anderes im Haus ist. Weil es schmeckt. Das ist es. Und weil es lecker ist. Lass eben Bodo sagen und dann du. Den Gedanke von Bernhard würde ich gerne noch mal weiterführen. Ja. Ich glaube, es ist ein Fehler der Natur. Also Australien, ich stelle es mir da warm vor, ich war da noch nicht, aber Regenzeit durchaus sehr warm, das heißt, es kommt warmes Wasser. Und jeder weiß, wenn du ein billige Pulli hast oder Hemd, wo nicht so richtig gut ist, das geht bei warmem Wasser, geht es schnell ein. Das heißt, dem Frosch, der wächst zwar nicht, aber die Haut wird immer enger, weil die eingeht. Und da sagt er sich, bevor ich hier keine Luft mehr kriege, raus aus dem Ding, weggefressen und ich bestelle mir einen neuen Mantel. Sehr gut. Ich habe eine Idee. Es geht nämlich genau um Nahrung. Er hat eine klebrige Haut. Darauf bleiben entweder Nahrungspartikel, Samen, Insekten, Tiere, andere Insekten. Das bleibt kleben. Er häutet sich Wildschweine. Wildschweine, Menschen, Kängurus, Asteroiden, das Übliche. Und dann schält er sich, frisst die Haut und hat auf diese Art die leckere Weise. Insekten. Genau, und behält die Partikel und wirkt die Haut wieder raus. Ja. Nee, der macht einfach mal so und dann macht ist sie wieder da. Warum bleiben denn die Tiere bei der Haut kleben? Ja, weil da alles nass ist und die denken, das ist ein Stein, wo sie sich mal ausruhen können. Die sind so fromm, die denken, oh, da kann man beten, dann gehen die auf den drauf und dann ist ja Katholik. Nee, weil der Frosch so Körper, die Haut, der ist ein giftiger Frosch und die Insekten bleiben auf seiner Haut kleben. Aber er ist selber nicht empfindlich. Er ist selber nicht empfindlich gegen das Gift. Vielleicht hat er auch irgendwelche Borsten, an denen die hängen bleiben oder Stacheln. Giftig. Das Gift verbraucht sich. Er muss mit seinem, er muss neues Gift. Lass das Gift einfach mal weg. Der braucht eine neue Haut. Nein, aber warum bleiben die denn kleben? Ja. Weil die Haut klebrig ist. So einfach. Weil bei Regen, weil das Wasser mit seiner Haut bestimmte chemische Reaktionen hervorruft. Nee, auch nicht. Mit der Regenzeit hat das scheinbar gar nichts zu tun, ne? Alter Mann. Der leckt sich mit seiner Zunge klebrig.
Weil der Moment, die Haut ist klebrig in der Regenzeit, weil die Haut... Ich würde das mal nicht so auf die Regenzeit schieben. Okay. Es hat zwar was damit zu tun, aber es ist nicht ausschlaggebend für das, was ich meine. Warum bleiben denn die... Wer bleibt denn da kleben? Fliegen. Welche denn? Zeug, was vorbei schwimmt. Fliegen, Mücken, Ameisen. Ameisen. Ah, die wollen da was bauen. Ameisen. Die auf dem Kreuz wollen die Kathedralen die errichten. Richtig. Ja. Jawohl. Die beißen sich fest. Nee. Die laufen da drüber. Die bleiben kleben. Warum denn? Weil es da klebt. Weil die sind nass. Warum klebt's denn? Weil der so kleine Poren hat und dann gehen die mit ihren Füßen rein und macht die und die Poren macht, hab dich. Der schwitzt, der Frosch. Nein, der schwitzt. Die Ameis klebt, weil die ist nass. Der Frosch weil schwitzt. Der keine Haut hat. Die laufen dem über den der Muskel. Produziert vielleicht, vielleicht sieht der aus wie was Ameisen gerne essen normalerweise und dann sondern die Ameisen was ab, nein, wegen dem sie kleben bleiben. Warum klebt die Haut, Männer? Warum ja, klebt die Haut? Weil es absondert. Der sondert einen Klebstoff ab. Und der ist unter der Haut. Und wenn die Haut da drauf... Und wenn genug Insekten da waren, genau, dann ist der Klebstoff verbraucht und deswegen muss er sich häuten. Nächste Frage. Langsam nochmal von vorne. Der Frosch. Der Frosch. Sondert eine Haft... Was passiert denn mit dem Frosch vorher? Ja, also der wird kommt denn da angelaufen? Der wird Ameisen kommen. Was machen die? Die krabbeln da drüber. Ja. Weil es nach irgendwas riecht. Ja, gut. Und dann... Und dann bleiben die kleben, weil der eine klebende Substanz absondert. Ja, und dann? Trocknet das. Ja. Und dann macht er das ab. Ja, und dann frisst er das. Und dann hat er die Ameisen im Bauch. So sehe ich das auch. Ja, richtig an. Ja. 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 Wir hatten es doch schon vor 20 Minuten. Also, wenn es trocken ist in... Australien. Dann gräbt sich der Katholikenfrosch in die Erde ein. Und wenn es Regenzeit ist, dann buddelt er sich wieder an die Oberfläche. Und da wird er dann sehr gerne von Ameisen belästigt, die sich in seine Haut verbeißen. Das ist eigentlich ziemlich dusselig, weil Ameisen seine Lieblingsspeise sind. Jetzt ist er aber nicht doof, der setzt sich zur Wehr, indem er über Drüsen ein klebriges Sekret absondert, das schnell trocknet, die Ameisen bleiben kleben, dann streift er die Haut ab. Und frisst die Haut samt Ameisen wieder auf. Geil. Und dann kriegt er eine neue Haut und dann geht die ganze Frist von los. Das ist wie wenn ich durch einen Meckes laufe und alles, was mir am Pulli kleben bleibt. Genau so. Ja. Matthias, es tut mir leid. Das muss ich so gelten lassen. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal nach Marl in Nordrhein-Westfalen. Da wird doch der Grimme-Preis immer verliehen. Ja. Wer hat von euch schon einen? Alle. Wir sind noch auf Sendung. Wieso sollen wir den Grimme-Preis haben? Haben Sie nicht schon einen, alter Mann? Nee. Auch nicht? Marl, hallo, alle noch keinen Grimme-Preis. Gott sei Dank. Hören Sie mal, wir wollen noch ein bisschen machen. Abgesetzt. Nee, klar. Also, Kerstin Wieschermann wohnt in Marl. Und Kerstin Wieschermann möchte wissen, was versteht man unter Standhitze? Standhitze? Ja. Unter was? Standhitze. Ja, da bin ich mal schnell bei Pferden, bevor ich zu Autos gehe. Also es gibt Standheizung bei Autos, Standhitze, aber das wäre zu simpel. Ja. Ich bin dennoch bei Pferden, das Pferd läuft und läuft und läuft und erhitzt sich eben sehr. Hat man bei der Olympiade gesehen, dass die nach dem Ritt immer schwer mit Eiswasser Die dampfen regelrecht. Genau, die müssen mit Eiswasser abgerieben werden, weil die haben dann eben, wenn sie dann stehen, zur Ruhe kommen, so viel Standhitze, dass der Reiter Angst hat, es kollabiert. Und dann werden die Stand bei Pferden falsch. Ich würde aber trotzdem bei Pferden bleiben und die andere Hitze ansprechen. Ich werde mal Getränke verteilen. Ich habe auch Standhitze. Ich habe auch nicht nur Standhitze, ich habe auch Ganghitze und Schlafhitze. Ja, und ich habe jetzt rechts einen Tinnitus, aber das ist eine andere Geschichte. Sei mal lieb. Ja. Ich weiß doch, dass du es so brauchst. Ja, ich habe auf einmal so Standhitze. Kann es sein, dass es hier um die Hitze bei Mädchentieren, also bei weiblichen Tieren geht und das ist eine Tierart, könnte ja auch ein Pferd sein, das bleibt dann stehen, wenn es halt Besuch vom Hengst haben möchte. Wir sind in der Jagd. Das heißt, Hitze ist gut. Weil rollige Mädchen... Lass sie doch das Gesicht zu Ende machen, bitte. Ja, das ist gut. Die das stimmt übrigens. Hitze... Bei Hunden. Vielleicht bei Hunden. Die Hündin ist heiß und die hat Standhitze. Was ist denn die Standhitze? Wenn Mutti stehen bleibt, damit Vati draufklettern kann. Ja. 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 Ja.
Das lasse ich mal so gelten. Ja. Also, ich glaube, viele Frauen kommen nach Hause und sagen, gute Nachricht, ich habe Standhitze. Ja. Oder der Mann sagt, oh Liebscher, hast du mal wieder Standhitze. Also es muss ein bisschen differenziert werden, aber natürlich, im Prinzip ist es schon richtig. Wenn Hündinnen ihre Tage haben, spricht man von der Hitze, das wissen wir alle. Und diese Hitze haben sie ein- bis zweimal im Jahr für etwa 3 Wochen. Und ein paar Tage in dieser Zeit wehren sich Hunde nicht, wenn ein Rüde den versucht, sie zu bespringen. Sie bleiben also stehen und lassen ihn ran und das nennt man Standhitze. Doch. Sagt einer, ne. Eine Frau hat ne gesagt. Nee. Ja, er hat aber nicht die Frage gemeint, sondern ihren Mann, weil er sagt, oh Liebchen, komm her, Standhitze. Oder er hat gesagt, oh, bist du zweimal im Jahr. Ja. Kerstin, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber... Es läuft! 3 jetzt, ne? Die Mutti bleibt stehen, damit der Papi nochmal... Ich möchte mit dieser Sendung nichts mehr zu tun haben. Wieso, jetzt, wo du den Grimme-Preis kriegst, oder was? Für ja, bei der nächsten wird es schwierig, glaube ich. Ja, Florian Schramm wohnt in Künzell, das liegt in Hessen. Ja. Und Florian möchte wissen, was ist ein Brückensofa? Brückensofa? Das hat meine Oma. Es gibt ja die Brückentare, legt man sich an solchen Tagen dann da drauf? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, das ist Sofa. Dann muss ja hoffen, wenn der Freitag frei ist. Ja. Ich habe meine Theorie, bei ganz langen Brücken, wie auch bei Tunnels, haben Menschen ja manchmal Panikattacken. Und vielleicht ist das Sofa auf einer Brücke einfach nur so eine Ausbuchtung, wo ein in Panik geratener Fahrer oder Fahrerin sich einfach mal ablegen kann, also eben in den Wagen rechts oder was ranfahren kann. Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja, aber wäre doch eine gute Erfindung mal, oder wäre doch Zeit dafür. Es wäre Zeit für einen Brückensofa. Es gibt es doch schon, das nennt man Haltebucht. Ja, ich glaube, wir sind beim Zahnarzt. Jo. Die werden irgendeinen Ausdruck haben für etwas, was mit der Brücke zu tun hat. Entweder was, was man im Mund noch provisorisch hat, wo man die Brücke reinsetzt. Oder da, wo die vielleicht in der Praxis die Brücken drin aufbewahren, in so kleinen Brücken. Das nennt man Schachtel. Okay. Ich bin nämlich wirklich bei der Oma. Die einzigen, die noch Brücken, das sind diese kleinen Teppiche, diese Läufe, die Zimmer miteinander verbinden oder überhaupt Bereiche im Raum. Das nennt man ja Brücken. Und wenn man da ein Sofa draufstellt... Das ist aber ein kleines Sofa. Das ist aber sehr weit hergeholt. Wir haben so kleine Sofas. Nee, das ist von ihm geliehen. Gut, dann geh mal ganz profan zu Möbeln. Also es gibt ja wirklich Möbel, sag ich mal, so 2 sesselartige Elemente und eine Art Hocker. Und wenn du die aber zusammenschiebst, hast du ein ganz großes Sofa. Ja. Das könnte ein Brückensofa sein. Das heißt, glaube ich, Ottomane, habe ich mal gehört. Wie heißt das? Ottoman. Nee, das Ottoman. Ist das, wo eine Seite eine Lehne hat. Ja. Ach so. Ja. Wo man auf der anderen Seite runterfällt, ist mir schon oft passiert. Die haben alle nur auf einer Seite eine Lehne, weil du sonst nicht draufkommst. Du klug scheißer Kleinmensch. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite versuchst und patsch, dann liegst du auf dem Boden so. Nicht vorne und hinten. Links und rechts. Ah, das ist Kinderbett vorne und hinten. Kinderbett, genau. Also Brückensofa. Vielleicht ist es ja die Brücke selber. Also wirklich ein Brückensofa. Das ist wirklich wie ein, dass die Brücke so ähnlich aussieht. Sofaförmige Brücke. Wie, ja, wie ein Sofa. Wie sehen die aus? Wie ein Sofa. Richtig. Es gibt auch die sogenannte Ottomanenbrücke. Das gibt's auch. Ja, genau. Und die Läuferbrücke. Es gibt's auch. Nee, die sieht wirklich aus. Die hat noch so eine Lehne an der Seite. Ja, aber nur an einer Seite. Und diese Brücke ist wirklich, sieht aus wie ein Sofa, weil sie vielleicht. Schon mal eine gesehen? Ja, natürlich. Tausende. Ach, ohne Ende. Hallo. Ich habe gesagt, guck mal, ein Brückensofa. Habe ich immer gesagt. Gab's doch diesen Film, die Sofabrücke von Arnheim und so. Das ist es ja. Ich glaube, vielleicht auch mal Quai. Ja, das Brückensofa am Quai. Ne? Ja. Vielleicht ist es auch wieder eine Figur aus dem Rhönrad, wenn der eine Standhitz hat, dass man sich dann mal setzt. Vielleicht hat es etwas mit Wasser zu tun, weil es gibt doch auch das Flussbett. Es hat doch irgendwo was mit Wasser weil zu tun. Weil es gibt doch, pass auf, bei im Regen. Lass mich aus! Lass sie zu Ende schreien! Kleiner Mann! Es gibt doch, die Brücke an sich hat doch einen. Lass sie zu Ende schreien! Na, nee! Lass mich Hella, bitte, Hella, ich bitte dich, mach weiter. Ich möchte es also hören. Du bist lieb. Es gibt ja auch ein Flussbett. Mhm. Und wenn eine Brücke über einen großen Fluss oder über ein Meer oder eine Bucht so, dann sind die Pfeiler im Wasser. Ja. Und vielleicht ist ein Brückensofa eben etwas, was ja nicht ein Original-Flussbett ist, aber was sich um einen Pfeiler herum bildet an
Wassersituation oder Flussbettsituation. Sehr gut, finde ich sehr gut, was du gesagt hast. Ich finde es sehr schön, dass du es rausgelassen hast jetzt. Auch in der Gruppe. Auch in der Gruppe jetzt. Das war sehr wichtig. Danke. Und ich denke, jetzt haben wir nur noch einen Problemfall. Deshalb, Hugo, würdest du jetzt mein mal setzen? Mein Name ist Hella von Sinn und ich bin bei Genial daneben. Aber ich meine, das wäre auch nicht schlecht, wenn man das Ganze hier mal so als Gesprächstherapie macht. Ja, absolut. Also ist es doch schon längst. Jeder mal nur so redet. Ja. Wir kriegen also es hat auch was mit Wasser zu tun, sagten Sie. Ja. Also wir waren aber nicht beim Zahnarzt, was Herr Welker am Anfang sagte. Mit Wasser, mit der Regenzeit. Das Sofa streift seine Haut ab und wenn es... Ist das Thema Brückenbau generell ein falscher Weg? Können Sie jetzt mal? Aber Wasser ist gut. Wasser sind wir ist also gut. Bei der Segel, beim Segelfahren, beim, in der Schiffsfahrt? Beim Segel? Beim Segel. Oh, oh, oh. Wir sind in der Schiffsfahrt, Männer. Ah, Brücke. Knoten. Brücken so, auf der Brücke, Brückensofa. Da setzt der Kapitän sich drauf. Brücke, auf dem Schiff, danke. Ja, jetzt hast du Ja, sag du's. Hab ich doch gar nicht gesagt, Brücke auf dem Schiff. Dann sag es besser, sonst sagt er ja nicht richtig Brücke Antwort. Auf die Form der Brücke ist ein Brückensofa. Stimmt das? Ist nein. Das? Nein. Also pass auf, es hat aber mit der Brücke auf dem Schiff. Sind wir auf der Brücke, wo der Kapitän steht? Ja. Ja? Wenn ich jetzt sage, ja. Ist es das Cockpit? Ist es richtig. Aber ihr... Noch nicht. Dann sagen Sie doch einfach ja, danke schön. Ist das was im Flugzeug? Ihr werdet dann wieder abgleiten. Was in einem Flugzeug? Also sage ich im Prinzip schon, ja. Es hat mit der Brücke auf dem Schiff was zu tun. Also was in einem Flugzeug das Cockpit ist, mit den ganzen Instrumenten, ist aber nicht auf der Brücke das Brückensofa, wo der Kapitän davor steht und alles Kompass und so, alles wohnt. Wohnt, genau. Außer der Kompass wohnt. Aber es ist etwas in der Brücke auf einem Schiff. Auf der Brücke. Ja. Auf der, Entschuldigung, da auf gibt's der Brücke. Instrumente, ja, da gibt es Nebelhörner und all sowas. Also der und hat der sitzt drauf. Ja. Der Kapitän sitzt drauf. Ja, unter Umständen. Wenn er sich mal setzt, ist klar. Ja, manchmal steht er auch. Vielen Dank. Ganz Rettung, ganz jetzt müsste ich nur noch das Schiff wissen. Ach das so, Schiff? Ein Segelschiff. Ein Möbelschiff. Ein Ruderboot oder sowas. Wo, das ist einfach nur die so ein Brücke auf dem Ruderboot. Genau. Die Achtung, wir rudern auf einen Eisberg. Scheiße, der Eisberg ist untergegangen. Ja! Ella, stell dich mal vor mich. Nein, lass mal. Also, was gibt's denn? Es gibt Frachter und Passagierdampfer. Fähre, auf einer Fähre. Fähre ist gut. Mittelalter. Wir sind bei diesem Schiff, wo hinten die Brücke erhöht ist. Also, wo quasi keine Brücke existiert. Aber so, wir sind gar nicht, wir sind auf dem Schiff. Kogge, meinst du? So die alten Segelschiffe, wo es wirklich auch Ruderer gab, wo da die Brücke so hin... Sklavenschiff? Galeere. Wir sind aber auf einem alten Schiff. Das war schon Queen Mary 2. Nein, wir sind auf einem neuen Schiff. Wir sind auf einem Traumschiff. Wir sind auf einem Kreuzfahrtschiff. Und Sascha Hehn kommt um die Ecke. Vielleicht. Es gibt doch bei den neuen Schiffen, die gehen an der Seite ein bisschen weiter raus. Kennt ihr das? Dass man nach hinten gucken kann. Früher ging das nicht. Hat das was damit zu tun? Was machen die? Die haben an den Seiten. Das Schiff ist so breit. Dann geht die Brücke normalerweise bis da. Aber mittlerweile geht die Brücke ein bisschen darüber hinaus. Wie so Blinker. Und da kann man dann nach hinten und vorne. Hat das was damit zu tun? Das hinten gucken konnte beim U-Boot. Da musste man sich umdrehen. Ja. So. Aber weißt du, wie du dir Backbord merken kannst? Ja. Gut. Backbord ist links. Haben wir das auch geklärt? Bodo, sag es nochmal. Ich wollte die Runde fragen, ob wir uns mal kurz mit U-Boote beschäftigen sollen. Ist da vielleicht das Brückensofa das Teil, was dann rausgefahren wird, wenn das Ding mal hochkommt? Und dann sich die Antwort. Ja! Also, und dann haut er es raus. Haut er das raus. Souverän serviert. Wunderbar. Ich lasse es so gelten, weil die Einzelheiten könnt ihr nicht wissen, aber im Prinzip muss ich es so gelten lassen. Der Kommandostand auf Schiffen wird bekanntlich Brücke genannt. Das wissen wir auch bei U-Booten. Bei Überwasserfahrten, also wenn das Boot oben ist, von U-Booten, kann der Kommandostand vorübergehend in den turmähnlichen Aufsatz auf dem Rumpf des Bootes verlegt werden, wenn es über Wasser ist. Und weil es dort sehr eng zugeht, gibt es keine feste Sitzgelegenheit für den Kommandanten, sondern nur ein Brett. Da ist ein Brett, das auf der Brücke in eine Vorrichtung eingeklemmt wird. Und das nennt der Meinst Kapitän. Du das, das genau war. Ja, ich muss es. Ja, ja. So ähnlich. Ich muss es so gelten lassen. Ist alles das gefallen, was ich wissen wollte. U-Boot über Wasser. Es reicht mir. Den Rest hätte dann mehr kann man von mir auch nicht verlangen. Nein. Er hat U-Boot gesagt.
Florian, ich muss es so gelten lassen, seien Sie mir nicht böse. Schicken Sie einfach noch ein paar Fragen ein. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, sagen, ich habe auch noch 300 bis 6.000 Fragen zu Hause, einfach rumliegen, irgendwo im Karton, im Schrank, bei der Oma, unterm Bett, egal. Einfach schicken. Genial daneben, 50616 Köln. Sie können auch anrufen, 01 37 18 11 20, oder einfach eine E-Mail fragen, @genialdaneben.de. Oder Sie machen es wie Klaus Helmich. Er wohnt in Duisburg und ist heute Abend bei uns. Ha, er war Klaus. Gut. Scheiße. Wo ist denn Klaus? Klaus. Dort. Dort ist Klaus. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich stelle Ihre Frage. Ich kenne sie selber noch nicht. Ich muss mir das erstmal durchlesen, damit ich weiß, worum es geht. Nehmen wir alle Zeit. Aber die Fragen kann ich ja schon stellen. Klaus möchte wissen, was ist eine Hosenboje? Ottfried Fischer weiß genau, wovon. Hosenboje. Eine Hosenboje. Ist ja schon wieder Seefahrt. Lauter Seefahrtsfragen heute. Ja, es gibt ja im Überlebenstraining... Sprichst du bitte normal? Ja. Hast du gerade gesagt, sprichst du bitte normal? Ja. Es gibt ja... Beim Überlebenstraining gibt es die Möglichkeit, wenn man eine Hose hat und bindet sich dann die Füße zu, dann kann man Hosenbeine, Wasser... Die Hosenbeine. Also die Füße bindet man nicht zu. Nein, aber da, wo die Füße rauskommen, das bindet man zu. Ja, möchte ich und auch. Hat dann die Möglichkeit, auf diese Art und Weise, wenn man Luft reinpustet, sich eine Hosenboje zu machen, an der man über Wasser bleibt. Das ist nicht mit Stringtangas möglich, aber mit langen Hosen... Also mit anderen Worten, ich komme in Sinn und blase meine eigene Hose auf, oder was? Die musst du vorher ausziehen, aber dann kannst du die aufblasen und um den Hals machen und dann bleibt die... Kannst du dich kann dann jahrelang als Boje arbeiten. Du kannst jahrelang in dieser Hose schwimmen. Kriegt man dann auch so eine Glocke immer? Dong, 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 dong. Also wenn es das nicht gibt, das müsste es geben, was er da sagt, finde ich. Also so ist das falsch, ja. Aha, so ist das falsch. Aber es hat was mit Wasser zu tun. Hosenboje hat was mit Wasser zu tun. Und dann auch mit in Seenot geraten? Ja. Gut. Dann schmeißt man einfach einen raus, bläst den die Hose auf und wartet, bis die anderen ihn finden. Ja. Man bläst einem die Hose auf und benutzt den dann als Floß. Das weil ja eine Hose zwei Beine hat, hat es damit zu tun, dass es eine... Wobei Boje irritiert mich, weil Boje ist doch eigentlich... Ist was, was über Wasser bleibt. Und deshalb eine Hosenboje. Also es ist etwas, was zwei Dinge, also eine Rettungsstation, die man aufswitchen kann, die immer, aber zwei... Sag doch noch mal kurz. Sag mal, ich wollte nicht verleiten, dass es verrät. Also es ist ein Rettungsutensil für in Seenot geratene Menschen oder was? Ja. Wo aber eben dadurch, dass eine Hose zwei Beine hat, können da auch zwei Menschen dran sich überretten. Partizipieren. Über Wasser. Ich glaube, es ist vielleicht aber eine... meine Hose hat auch nur zwei Beine und ich bin auch nur alleine drin. Ja, Herr Baldon, noch. Ah, das ist also ein Rettungsgerät, was kein Rettungsring ist und auch keine Schwimmweste ist, sondern es ist etwas, wo man reinsteigen kann und deshalb über Wasser pendeln kann. Wie soll das funktionieren? Also keine Ahnung, das lesen wir gleich vor. Ich glaube, es ist gar nichts für einen. Es ist eine Boje, die vielleicht aussieht wie eine Hose. Da muss man gar nicht rein oder sich selber retten oder so. Das ist nur dieses Zeichen. Hier sind wir gerade in Seenot. Das ist ein interessanter Ansatz. Warum Seenot, sollte man eine hosenförmige Boje bauen? Naja, weil die Leute... Ach, guck mal, da sind Menschen in Gefahr. Sieht aus wie eine Hose. Vielleicht so, ich weiß nicht. Vielleicht war es ja auch ein Dr. Ede... Nein, der Großkapitän zur Seefahrt, Generaladmiral von und zu Hose, hat diese Boje erfunden. Wenn das stimmt, verlasse ich den Raum. Ja. Absolut. Das wäre es doch mal wert, was anderes vorzulesen. Wann war das denn? Das war 1836, glaube ich. Ja, knapp. Also so Pi mal Daumen. Als er die berühmten Worte sprach, Wolle, Hose kaufe. Yes. Wolle. Im Grunde sind wir nah dran. Wir wissen jetzt, um was es geht. Wozu es gebraucht wird, ist die Frage. Vielleicht ist sie uns denn eben in die Irre geführt oder hat es wirklich etwas mit Wasser zu tun? Hosenboje. Vielleicht ist damit gar nicht gemeint, dass das hosenförmig aussieht oder wirklich wie eine Hose ist, sondern so nach dem Begriff, so nach dem Motto, es würde in die Hosentasche passen. Natürlich nicht wirklich. Es gibt auch auf Schiffen nicht nur die Rettungsboote, nein. Es gibt auch die Rettungsinseln, die in diesen Überraschungseiern. Aber nur in jedem siebten Ei ist ein Rettungsboot dabei. Und die finde mal, wenn du in Seenot bist. Und dann musst du vorher so eine Schokolade fressen. Ja, die ganze Schokolade. Und die sehen halt aus wie diese Überraschungseier-Innenteile. Hör mal, das ist toll. Du hast gleichzeitig noch was zum Zusammenbauen, während du da wartest, bis einer kommt. Was Spannendes, was Lustiges und was zum Spiel. Ja, Freunde, ich sag's euch. Ja, bitte. Wieso? Wir waren doch super nah dran. So viel hat gefehlt. Kinderüberraschungs-Hosenboje.
Die Hosenboje ist ein Hilfsmittel aus der Seenotrettung, kannte man bis vor ca. 70 Jahren, auch vor deutschen Küsten. Und zwar folgendes: Geriet ein Schiff in Seenot, wurde von Land aus mit einem Leinenschussgerät eine Rettungsleine auf das verunglückte Schiff geschossen und straff gespannt. Daran wurde folgendes Teil eingeklinkt: ein Rettungsring mit direkt eingearbeiteten, unten geschlossenen Hosenbeinen, sodass der Mensch da rein konnte. Und dann wurde der wieder rübergezogen. Wobei es da ja ziemlich nah dran war eben mit ganz nah dran. Ganz nah dran, gebe ich ehrlich zu. Aber ja, ich bin froh, dass ich es nicht geschafft habe und Klaus jetzt 500 Euro bekommt. Gratulation. Ich muss dazu noch ergänzen, Hosenboje heißt es deswegen, wenn der Typ mal ins Wasser gefallen ist, dann ging er natürlich nicht unter, weil er einen Rettungsring hatte und da drin steckte und dann sah er aus wie eine Hose. Ich meine, deswegen dass heißt ich das genauso beschrieben hätte eben. Nein, okay. Sie haben den Rettungsring, Sie haben gesagt, es gibt keinen Rettungsring. Ich gönne es Ihnen von Herzen. Es gibt keinen Rettungsring, haben Sie gesagt, deswegen bin ich froh, dass wir 500 Euro losgeworden sind. Nächste Frage stelle ich gleich, wir machen erstmal ein bisschen Werbung, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis dann. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir gehen nach Schleitheim. Schleitheim liegt in der Schweiz. Dort wohnt Randy Langer. Und Randy Langer möchte wissen, was ist ein Tastbesteck? Ein Tastbesteck? Das ist aber nicht so einfach, dass es jetzt für Blinde ist, wo auf den Besteck... Kann ich ausschließen. Ja, das wäre auch zu doof, weil der Blinde an sich fühlt ja schon, ob es ein Messer oder eine Gabel ist. Es gibt Möglichkeiten, das rauszufinden. Ja. Ein Tastbesteck. Ein Tastbesteck. Okay, es hat auch nichts mit Heroinabhängigen zu tun. Weil man sagt ja schon mal... Das auch im Dunkeln spritzen kannst du, ne? Uiuiuiui. Jetzt verrennen wir uns. Sagt man nicht zu Spritzen auch Besteck? Ja, sagt man. Man sagt zu vielen Sachen Besteck. Ja, das ist das Problem. In der Medizin kommt es oft vor, das Besteck. Genau, das Besteck beim Operieren. Vielleicht zum Beispiel? Das Besteck, dass man einfach nur, wenn man mal alleine operiert, dass man einfach nur durch Tasten raus... Ist es das richtige Skalpell oder nicht? Ja. Gut. Oh, schade, war das falsch. Wenn es verschwunden ist, dass man es wiederfindet. Ja, ja. Was ist denn, was ist, wir sind in der Tierwelt und das Tastbesteck ist sowas wie Fühler oder wie Antennen von einem Insekt oder so. Das tastet ja alles ab, also bei einer Ameise, was auch immer. Und das nennt man dann in der Tierwelt Besteck, weil es die Gegner oder Freunde oder abtastet, um herauszufinden, ist was zu essen oder ist das Freund oder Feind oder sowas. Also ein Tastbesteck in der Tierwelt. Bei welchen Tieren? Ist doch egal, was ich jetzt sage, ist auf jeden Fall falsch. Habe ich ja nicht gesagt. Ach so, Ameisen? Ameisen ist falsch. Insekten. Aber es sind Tiere. Nein. Siehste? Du bist wieder. Jetzt bring ich ihn um! Jetzt bring ich ihn! Ich habe keine Rettungshose, da muss er alleine raus. Ja. Ich schmeiß sie ins Wasser. Tastbesteck. Also es gibt ja auch so, sag ich jetzt mal, vielleicht ist es wieder etwas sehr Elektronisches. Also zum Beispiel so Laserstrahlen können ja auch etwas abtasten, scannen. Vielleicht ist es etwas sehr anderes, ganz Technisches. Ich glaube auch, es ist was sehr Technisches. Ich glaube, es ist ein Gerät. Es sind Gerätschaften, mit denen man etwas abtastet. Ja. Zum Beispiel handelt es sich bei dem Test... Ich kann heute überhaupt nicht. Und Besteck deshalb, weil der Mensch, der das abtastet, hat es eben links und rechts und kann darüber etwas abtasten, ja, wie Messer und Gabel. Oder hat mehr davon, also so, dass man verschiedene Arten sich aussuchen kann. Beim Arzt? Medizin. Ja, Ultraschall. Tastbesteck. Es gehört zu dem Tastbesteck, weil man tastet etwas ab oder man mit einem Löffel... Wo ist denn bei Ultraschall das Ultraschall Besteck? Mit einem Löffel, du bist wohl kein Privatpatient. Oder. Erst bei der AOK. So, das war dann Ultraschall, Herr Schmitz. Mach 50 Euro. Mehr. Ja. Also es ist beim Arzt, was auch immer jetzt. Also ist er Besteck beim Arzt. Gibt's einen schönen Witz mit so einem... Na, egal. Ja? Ach ja. Den habe ich... Sind wir beim Militär und hat es was mit Waffen zu tun? Bei Militär mit Waffen und Besteck. Was wäre denn ja, da? Ja, weil ich habe so gedacht, wenn die Jungs eben Legen nicht Sie sehen. Sie bei Besteck in den Anschlag. Nein, ich habe gedacht, wenn die Jungs nicht sehen, sondern in tiefer dunkler Nacht ihre Knarren zusammenstecken haben müssen. Haben Sie Taschenlampen oder Nachtsichtgeräte? Oder Nachtsichtgeräte. Nennt oder der Mann am Flughafen das ein Tastbesteck, was er alles mitnimmt, wenn er da zum Dienst geht? Also da gibt es Tastbesteck, aber sind die Finger einfach von den Typen, die dich greifen nur, ne? Und haben so einen Metalldetektor. Ja, wir sind im Menschen. Wir sind im Menschen. Oh. Wie kommen wir da wieder raus? Wie sind wir da reingekommen? Ja. Weil es geregnet hat. Mir passiert das ständig. Ich muss unterstellen, rums und schon mich irgendwo... Die Haut war nass, alle haben uns geklebt. Ja, genau, die Haut war... Wir sind im Menschen. Tastbesteck. Man tastet mir mit der Zunge. Man tastet mit der Zunge ab, mit dem Gaumen. Man tastet... Mit den Fingern. Ist da was? In Fingern? Ja. Man tastet also ab, ist da irgendwas Scharfes? Eine Gräte?
irgendwas. Und man nennt dieses ganze Gefüge, diesen Tastsinn im Mund, nennt man Tastbesteck. Aber das finde ich gut. Beim Koch, bei Fischen, Tastbesteck. So. Diese Gräten abzutasten mit einem speziellen Fischbesteck. Und das, Herr Balder, ich werde nicht ernst genommen. Herr Balder, und das im Menschen, und das ist die Antwort. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, auch nicht. Das konnte man auch nicht verstehen. Ich mache dir keine Vorwürfe. Bei der Tunnelbau, beim Tunnelbau. Ich fand die Antwort. Das Tastbesteck sind kleine. Ah, natürlich, ich habe eine Doku darüber gesehen. Bei wen haben Sie gesehen? Eine Doku. Eine Doku. Jetzt kein Spiel, er sondern. Er guckt ja nur Arthur und die Dritten. Und ich versuche nur gerade meiner jetzt. Und zwar auch, wenn die nicht senden. Ja. Ich versuche nur meiner jetzt folgenden Antwort ein bisschen Autorität zu verleihen. Ja. Hat super geklappt. Hat geklappt. Es läuft. Ja. Setzt sich durch. Ja, weiter. Und zwar bei der Tunnelbohrung werden spezielle Gerätschaften vorne an die Bohrmaschine, also an das große Bohrgerät, aufgeschraubt. Wenn Sie ihn von vorne sehen würden, wären Sie schon längst weg, glauben Sie es mir. Das ist gemein, Herr Balder. Sprechen Sie weiter, Herr Oeck. Er macht immer die Augen zu, wenn er redet. Das können Sie nicht sehen. Das machen Sänger auch, wenn sie emotional verlieren wollen. Ja. Der Roland bist du aufgefallen. Und wenn ich diese Maschine sehe, wie sie so... Seien Sie doch mal da. Dich zu lieben, dich zu spüren. So, jetzt haben wir es. Verlangen, dich zu spüren. Mit die Seele mir, weil am Leben mit dir. Du bist die Frau, die lieben. Ich weiß überhaupt nichts mit diesem Besteck anzufangen, aber bei Tasten bin ich bei Licht. Ich war eben schon bei Lasern, jetzt bin ich mal bei Licht. Oder dass man im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastet. Und es gibt ja heute so neuartige Sensoren, da musst du gar nicht mehr den Lichtschalter anschnackeln, sondern du kommst in einen Raum oder klatscht. Aber ich weiß halt auch nicht, wohin mit dem Besteck, Herr Balder. Vielleicht irgendwo wo Tasten. Ein Kasten, es gibt ja Besteckkasten. Vielleicht geht es um... Ist Tastbesteck für moderne Handys eine kleine Möglichkeit, um die kleinen Tasten zu treffen? Ein bestimmtes Besteck? Sehr gut! Damit man noch SMS schreiben kann? Ja, oder überhaupt Mikroelektronik. Du kannst das ja heute gar nicht mehr normal irgendwie untersuchen, was da jetzt schiefläuft irgendwie in deinem Motherboard oder wie die ganze Scheiße da heißt. Wie heißt die? Motherboard! Ja, jedenfalls gibt es da vielleicht spezielle mikroelektronische Geräte, mit denen ich dann Fehler suchen kann und so. Und die nennt man Tastbesteck. Mhm. Ich werde es euch sagen. Optiker, bitte. Brillen. Ich kann es euch auch zeigen. Ach, herrlich, ich freue mich. Ich hab's dabei. Wenn Sie jetzt Gabel und Messer rausholen, geht's richtig Kasala. Da geht's richtig. Noch könnt das. Das ist ein Tastbesteck. Schick. Toll, das. Super. Sie müssen das doch deine Lesebrille, hör doch auf. So sieht's aus. Damit kann man Zylinderschlösser knacken. Wow. Mit diesem Werkzeug kann man die spitzen Ministifte, die normalerweise von den Zacken des Schlüssels erfasst werden, einzeln ertasten und herunterdrücken. Deswegen heißt das Tastbesteck. Das ist übrigens keine Profi-Ausrüstung für Einbrecher. Das ist ein Sportgerät. Das ist auch kein Witz. Lockpicker nennen sich diese Leute, die alles daran setzen, komplizierte Zylinderschlösser mit so einem Tastbesteck zu öffnen, aus reinem sportlichen Ehrgeiz. Ach, klar. Ja. Aber das ist praktisch für die, weil die auch andere Schlösser durchaus damit öffnen können. Können die machen, wenn sie wollen. Dürfen also die Schlüsseldienst benutzt es nicht, oder was? So ähnlich. Also die Sportler können durchaus auch eine Panzerknackerkarriere machen. Danach. Könnten sie machen, wenn sie wollen. Wollen sie aber nicht. Randy Langer aus Schleitheim. 500 Euro für Sie, Gratulation. Sehr gut. Ja. Also ich muss sagen, es lief ja am Anfang, lief es ja richtig bombig, dann hat es ein bisschen... Ach was, aber wir waren schon weit weg. Ich würde sagen, Sie schneiden die Sendung einfach anders, damit auch so Erfolgserlebnisse vom Anfang uns zum Ende noch motivieren. Ja, ich denke überhaupt nicht dran. Nein. Das bleibt alles so, wie es ist. Ach du Liebe. Ja. Weißt du denn jetzt, wie du dir Backbord merken kannst? Ja, bitteschön. Erklären Sie es mir bitte, Herr Hohecker. Pass auf, welche Seite tut weh? Keine, du hast so einfach so pussyhaft gehauen. Tut mir leid, die Hella will's wissen. Nee. Backbord. Ach, von wegen Backe. Wenn ich dir eine scheue, ist das die Backbord. Ja, aber doch nur, wenn du Rechtshänder bist. Ja. Das lassen wir so stehen, meine Damen und Herren. Denkst du drüber nach? Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.